Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift. Wir machen jetzt eine Zeitfahren-Serie, nämlich die vierte. Keine Ahnung, ob es die anderen gab. Ich habe auf jeden Fall schon wieder das Auto getauscht. Nicht, dass wir jetzt versehentlich hier mit dem Corolla stehen, sondern mit diesem unglaublich hässlichen GTR. Weil der ist echt nicht schön. Das muss ich ja tatsächlich zugeben, dass der echt hässlich ist. Aber mei, was soll's, ne? Ich habe wieder keine Schuhe an, sondern nur Strümpfe. Oder Socken. Keine Ahnung, ich habe den Unterschied zwischen Strümpfen und Socken nie gesehen. Also ich habe was an den Füßen, aber halt nur Stoff. Und es ist ein Tag später. Also ich nehme wieder für den Tag auf. Um 10.05 Uhr. Zwei Stunden muss ich arbeiten gehen. Gott, ist das Auto hässlich. Aber er ist halt echt schnell, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, die Karre ist schon zügig unterwegs. Muss man schon so sagen. Ich glaube, ich habe das Mikrofon zu nah am Lenkrad. Das heißt, ich werde wahrscheinlich zwischendurch mal gegenboxen. Ich kann es jetzt auch gerade schlecht wegnehmen. Also sehr schlecht wegnehmen. Von daher mache ich es auch gerade nicht. Junge! Aber damit haben wir sogar das Ding geschafft. Das heißt, wir müssen die Anfangskurve einmal schaffen. Ah, scheiße, so ein DSG ist schon sick. Ich meine zumindest, dass die Karre hier ein DSG hat. Kann mich natürlich wieder komplett täuschen. Wie beim M3 und E92. Beim E92, ne? War es, wo ich mich so hart getäuscht habe. Na, ist neue Bestzeit. Ich muss sagen, die Strecke finde ich ganz gut. Die ist anspruchsvoll. Die hat nicht nur eine Richtung von Kurven. Die ist halbwegs groß, sodass man auch entspannt fahren kann. Und nicht nur irgendwie die ganze Zeit darauf aufpassen muss, dass man gleich irgendwo wegfliegt. Das finde ich doch ganz gut. Was? Im Endeffekt war ich jetzt doch langsamer, okay. Ich glaube, ich habe mein Lenkrad nicht richtig festgemacht. Was natürlich prinzipiell jetzt nicht so gut ist. So, ein schönes Überholmanöver. Nochmal eine neue Bestzeit. Verpiss dich doch da schneller. Einfach wieder keine Bestzeit. Wegen dem scheiß BMW da eben am Ende. Ah, das war knapp. Ich habe den letzten Bereich noch nicht so richtig gut gefahren, muss ich sagen. Da kann ich noch eine deutlich bessere Zeit rausholen. Komm doch bitte um die Ecke hier. So, komm aus dem Knopf hier. Also obwohl ich die ersten beiden Teile mit 400stel nur gefahren habe, war das doch ein recht gutes Ding. Also mit 400stel langsamer. Ne, mit 4/10 langsamer. Ah, ich bin mir doch schon wieder unsicher, wie das funktioniert. Mit 10. und 100.
Oh Gott, komm, Mecke. Nice, und noch eine neue schnellste Runde. Schön. 3,3 Sekunden schneller als die zweite. Entspannt. Ach, Rundenzeit war dritter Punkt. Okay, das habe ich gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. 5 Minuten nur. Wie viel gibt's? 3 geschätzt? Ich tippe mal auf 3. Übrigens, gutes Lied. Mei, oh, mei, oh, mei. Ja, bei mir ist noch nichts Neues passiert. Ich warte immer noch darauf, dass ich Zeit habe, meinen scheiß Servoleitung einzubauen in meinen 59er, damit ich den Karren endlich mal wieder fahren kann. Das kotzt mich nämlich übel an, dass ich den aktuell nicht fahren kann. Ja, ansonsten fahre ich aktuell meinen Uno, den ich ja unbedingt machen will eigentlich, aber jetzt gerade ist schlecht. Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal erzählt habe, doch ich habe letztes Mal erzählt, dass wir die Hebebühne in die Scheune reingestokelt haben und schon mal von unten lackiert. Weiter sind wir aber immer noch nicht, ich war noch nicht wieder da. Entschuldigung Jungs, lasst mich mal kurz vorbei, bitte, danke. Unter einer Minute, okay. Oh shit! Wir starten es einfach nochmal neu, okay? Wir tun so, als ob das nie passiert ist. Eben kein einziges Mal richtig weggeflogen, jetzt direkt so wow, irgendwo reingehämmert. Junge, Junge, Junge. Also das ist auf jeden Fall ein Auto, mit dem man auf jeder Strecke alle Kurven meistern kann, würde ich behaupten. Wobei die eben schon echt wieder Krebs war. Wo ich gar nicht weiß, wie man die meistern soll, weil entweder man rutscht oder man ist zu langsam, gefühlt. Muss aber auch sagen, die Sachen sind mir dann doch egal. Keinen schönen definierten Drehzahlbegrenzer, möchte ich mal kurz anmerken, die Karre hier. Hallo, okay, ich hatte nicht gedacht, dass ich das so weit runterbremsen muss, ehrlich zu sein. Hatte ich nicht damit gerechnet, dass man im Schritttempo durchfahren muss. Oder anhalten oder so. Cool, und unter Vita eine Minute, obwohl ich echt scheiße gefahren bin. Das mit dem Meister die Kurven finde ich ziemlich dumm. Wie gesagt, das ist teilweise einfach. Fühlt sich nicht richtig an, wie man dann da durchfährt. Hallo, komm doch bitte wieder auf die Straße. Komm doch bitte wieder auf die Straße. Meine Fresse, ey. Okay, ich darf hier echt nur mit 50 oder so durchhusten. Hier so ein Rallye-Auto, Alter, wo man auch mal zwischendurch durch den Schlamm gurken kann. Ah, Junge, Junge, Junge. Bisschen Konzentration jetzt. Bisher wurden die Zeiten ja nur besser. Ah, das war jetzt schlechter. Komm! Aber ich glaube, man versteht, was ich meine mit, dass die Ideallinien, also das habe ich ja öfter schon gesagt, dass die Ideallinien jetzt nicht so geil sind, weil irgendwie zeigen die öfters mal an, dass man schon halb parken soll. Und man kann dann deutlich schneller durchfahren und manchmal zeigen die einem an, dass man da entspannt noch mit 200 durchknallen kann und man könnte kaum noch mit 40 durch. Das war auf jeden Fall schon eine deutlich bessere Runde. Guck mal das hier gerade, ne? Den ganzen Weg konnte man ja hier entspannt noch im roten Bereich von dem Ding fahren, von der Ideallinie. Da war sie auch schon wieder gerade kurz gelb. Nee!
Verpisst euch! Nein, sogar noch die Kurve gemeistert. Und ich würde nicht sagen, dass das schneller war als die Male davor. Also vielleicht außer wenn ich da komplett weggeflogen bin. Das Rutschen macht am meisten zu schaffen mit den Ideallinien in den Kurven. Also mit den gemeisterten Kurven. Oh! Man sollte auch nicht nach links schauen, nach rechts schauen, wenn man gerade fährt, nicht wahr? Warnung, Rundenzeit. Nicht wertbar, okay. RIP. 3 Sekunden langsamer. Alter! Ich lasse mich gerade aber auch hart ablenken, ne? Tut mir leid. Die Runde davor war schön. Die hier nicht mehr so. Schade, ich wollte nochmal in den Drift rein, aber es hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber gut, schnell bin ich gewesen. Oh mei. Na, noch eins oder war es das jetzt? Auf jeden Fall fast Level 33. Ja, noch eins. Nice. Wenn es denn heute noch so weit ist. Also es soll auch angeblich gerade Mucke laufen. Ich überspringe einfach mal. Weil das war gerade echt keine gute Mucke. Muss ich ja zugeben. Achso, kleine Info für euch. Das nächste Call of Duty startet bald. Bei mir auf dem Channel, also COD Modern Warfare 2. Müsste 6 oder 7 sein. Ich glaube. Oh Gott, nein, nicht die Strecke. Hallo, kannst du mich bitte nicht anstupsen? Danke. Also, ich dachte, erst ist ja eine andere Strecke, aber ich mag die hier auch nicht. Tatsächlich. Komm da hier rum jetzt! Neue Bestzeit für den Sektor. Ich habe mir gerade fast meinen Fingernagel abgebrochen beim Schalten. Lull. Oh Gott, komm! Naja, das COD könnte bald mal wiederkommen. Also COD könnte allgemein bald mal wiederkommen. Ansonsten kommt ja aktuell noch Serious Sam mit Kirschi. Wir haben überlegt, zwischendurch noch mal ein anderes Together-Projekt zu machen. Also, dass man zwischen Serious Sam 2 und 3 eine Pause macht. Und dass dann ein anderes Together-Projekt kommt. Außerdem steht ja noch ein RP-Projekt aus, wovon ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt hatte. Also zumindest nicht in einem Video. Glaube ich, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Was? Wie konnte das jetzt nicht geschafft sein? War ich da zu weit neben der Spur? Das war doch eigentlich perfekt. Ja, was könnte noch anstehen? Genau, Lucky Luke will ich immer noch weitermachen. Battle Realms muss bald auch mal weitergehen. Morgen habe ich ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Denn ich muss morgen erst um 15 Uhr arbeiten. Da kann ich eventuell immer wieder aufnehmen. Bisschen länger. Dann... Oh Gott. Okay. Battle Realms braucht man immer ein bisschen Zeit zu. Hallo. Hallo. Das Auto hat keine Kupplung. Ist das behindert, ey? Ich muss kuppeln gerade, um anzufahren. Dieses Auto besitzt keine Kupplung. Ah, du musst aber kuppeln, um anzufahren. Wieso habe ich erst so wenig Punkte? Wie soll ich denn 1000 Punkte hier erreichen?
Nice, alle Kurven. Also ich habe die schnellste Runde schon mal. Ich glaube, ich sollte jetzt nur noch auf Punkte fahren. Hallo, komm doch. Ich glaube, die meisten Punkte kriege ich doch durch Kurven und Rennlinie. 500 immerhin mal. Ich habe auch nur noch 2 Runden Zeit. Vielleicht mal eine saubere Runde fahren, weil eine saubere Runde würde auch Punkte geben, glaube ich. Das wird schon mal keine saubere Runde, okay. Habe begriffen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch die Runde schaffe. Ich glaube tatsächlich nicht. Scheiße. Hallo! Gott! Kurve gemeistert nochmal. Gibt 100 Punkte jedes Mal. Also ist echt. Ist es echt worth. Ne, schaffe ich nicht mehr. Scheiße! Aber echt ganz knapp, ey. Fuck! Okay, ich würde sagen, wir gucken uns das kurz an, dann sehen wir uns wieder, wenn ich die 1000 Punkte geknackt habe. Weil das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. 34 noch geworden, was gibt's? 1 Million und ein Einladungsevent, nice! Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, bis gleich! So. Da sind wir wieder. Musste gerade mal kurz gucken, dass ich Discord nicht mehr die ganze Zeit mute. Das ist echt nervig. Haben wir mal entspannt geschafft. Nichts Neues. Aber schön. Wir haben jetzt nur 3 Minuten oder 2,5. Und da hat sich gerade ein Auto weggebackt. Ich würde sagen, wir fahren noch eine Herausforderung. Wir haben jetzt wieder 2. Und eine können wir ja mal machen. Dürften beide relativ weit hinten sein, schätze ich mal. Das ist die neue, heiße Runde auf Silverstone National. Glaube ich zumindest. Und eins war hier hinten noch. Oh, RundeneliminationDas ist auch neu. Oh, es sind relativ viele jetzt. Okay, wir fahren erstmal eine Zeitelimination. Wir haben für dieses Event einen Ford GT bekommen. Geil. Fahren wir erstmal. Schicken Ford GT. Mei, oh mei, oh mei. Wo war ich eigentlich eben stehen geblieben? Ich war bei den Projekten, ne? Also ja, stehen aktuell relativ viele Projekte an. Oder aus. Lucky Luke steht aus, Battle Realms weiter steht aus, COD steht aus, Multiplayer-Projekt mit Kirschi steht aus und ein RP-Projekt. Oder, ja, es ist jetzt, ja doch, es ist schon ein RP-Projekt. Keine Ahnung, wie man das nennen will. Das wird ein extrem aufwendiges Hardcut-Projekt. Freddy wusste bereits, dass das kommen soll, allerdings war die Planung noch nicht so weit. Okay, es ist ein Schalter. Das heißt, ich muss mich auf jeden Fall schon mal wieder umgewöhnen zu schalten. Okay. Gut, dass die anderen da ungefähr genauso schnell durchgefahren sind wie ich und die es geschafft haben und ich nicht. Hier stimmt ja sogar mal der rote Bereich. Junge! What the fuck? Okay. Das hatte ich glaube ich auch noch nie, dass ich direkt ausgeschieden bin. Ja, ist okay. Lass mich das nochmal fahren. Bitte. Eins. Ja. The fuck, Alter. Ja gut, ich bin halt direkt zum Anfang einmal falsch abgebogen, ne? Quasi. Probieren wir das doch nochmal. Wir starten ja auch nicht mal als letzter. Das Problem war gerade nur, dass ich hier in dieser Kurve so rausgeflogen bin. Aber guck mal, die fahren hier alle schneller durch als ich. Die bremsen sich auch alle gar nicht.
Verpiss dich hier mal. So, ihr euch auch bitte. Ich gehe immer wieder ein bisschen zu schnell aufs Gas, aber auch nur, weil die Schaltung von den Karren hier... Hallo! ...so langsam reagiert, dass das echt nicht mehr schön ist. Ihr hört ja, ne? Ihr hört ja den Schaltpunkt, den Anschlagpunkt. Und wenn ich wieder auf dem Gas stehe, ist längst geschaltet. Nee! Das war wieder gar nicht gut. Alter! Ich muss sagen, Ford GT fährt sich gar nicht gut. Bremse wie ein Fahrrad, ey. Also du stehst halt voll drin, es passiert erstmal nichts. Zumindest hat es sich jetzt gerade wieder so angefühlt. Vor allem achte mal auf die Bremslichter von denen vor mir, ja? Die bremsen hier ja gar nicht. So, wieso? Wieso könnt ihr hier durchfahren, ohne zu bremsen? Und ich muss recht hart sogar bremsen. Und wieso gibt es hier in diesem Spiel einfach keinen Lenkwinkel, ey? Also das mit dem Lenkwinkel kotzt mich immer noch am meisten an. Das ist auch echt nicht gut gemacht, und dass man diese Cutscenes nicht überspringen kann, ja doch. Also dass das Spiel irgendwie 5 Grad Lenkwinkel zulässt, ist halt stupid AF, ne? Das ist halt übel dumm. Also wie zum Teufel machen die das, dass sie da besser weg... Also die sind ja schneller als ich und die bremsen mich. Da habe ich ein bisschen zu viel jetzt gelenkt, okay. So, komme ich jetzt bitte wieder an die ran. Bitte, bitte. Darf ich anfahren? Danke. Das kann ich... Dass ich mir da hinten reingefahren bin, war meine Schuld. Allerdings, dass es mich immer komplett wegfickt, wenn ich irgendwo reinfahre und die Gegner sich denken, boah, Mai, war da was? Ist mir eine Fliege gegen die Scheibe geflogen, ne? Das ist auch schon so ein bisschen Schmutz. Also ich verstehe manche Sachen in diesem Spiel einfach wirklich gar nicht. Junge, Junge, Junge. Komm, klar. Ford GT V6 Kompressor, meine ich. Kann mich auch täuschen, dass es kein Kompressor ist. Aber ich meine, V6 Kompressor waren Ford GT. Genau, fahr du mal einfach woanders hin, bitte. Das ist eine gute Idee. Dann hab ich dich schon mal nicht mehr am Arsch. Ich stand übrigens gerade voll auf der Bremse drauf, ne? Also Bremse ist echt lächerlich scheiße in dem Spiel hier. In dem Karren hier, nicht in dem Spiel. Ist, als ob der so ein paar Trommelbremsen vorne und hinten hat. Vielleicht hat er auch nur vorne Trommelbremse und hinten gar nichts mehr. Dann will jetzt auch nicht so den Kohl fett machen, aber... Junge! Manchmal bremsen die NPCs einfach so hart, dass man gar nicht weiß, wo man hin soll. Das ist einfach eine Vollbremsung, gar nichts bringt in dem Spiel. Das ist auch, also in, nicht in dem Spiel, in dem Auto hier. Ich würde echt gerne an euch rankommen, wenn ich ehrlich bin. Guten Tag. Darf ich an Ihnen vorbei, bitte?
Nee! Da habe ich versehentlich gerade einmal aus dem ersten rausgeschaltet. Das war dumm. Na komm. Kleiner Ford GT. Vollbremsung. Ich würde fast behaupten, dass mein scheiß Uno besser bremst als die Kiste hier. Ja, vielleicht doch nicht. Aber es fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob die Kiste gar nicht bremst. So, als ob du da reintrittst und das Ding sich erstmal so denkt, oh Junge, warte mal, ich muss jetzt erstmal hier mit meiner Felgenbremse arbeiten. Sollte ja aus irgendeinem Grund hier blinken. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Part ist, glaube ich, auch schon maßlos überzogen. Ich kann jetzt nicht nach rechts gucken. Ja, sonst schaffe ich wahrscheinlich einen Unfall. Sonst baue ich wahrscheinlich einen Unfall. Und darauf habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar keine Lust mehr. Ja, 6 Minuten überzogen, habe ich gerade gesehen im Augenwinkel. Schon ein bisschen Kot. Muss ich ja ehrlich sagen. Mal wieder maßlos überzogen. Allerdings ja auch wieder bewusst. Ich habe echt lange keinen Fisch mehr gemacht. Wo ich einfach so nicht drauf geachtet habe, wie lange ich aufnehme. Das war eine Kurve gemeistert? Wirklich? You fucking kidding me? Weil die war ja nicht mal gut gefahren. So, dreimal das Ganze jetzt noch. Bisschen Konzentration. Ich meine, wir führen recht gut, okay. 20 Sekunden sind das immer, oder 30 sogar. Weil wenn es 30 sind, sind es noch 1,5 Minuten, die ich jetzt fahren muss. Also die Rennen hier sind viel zu lang. Kurva! Fisch nicht woanders hingucken. 30 Sekunden, 1,5 Minuten, also jetzt sind es noch 1 Minute. Ah, das ist übel dumm. Also tut mir leid, die Rennen hier sind viel zu lang. Die hätten mit 8 Fahrern auch gereicht. Dann wären es immer noch 4 Minuten, ne? Ich glaube, so sind die mit 14 Fahrern oder so. Was dann 7 Minuten sind, das finde ich deutlich zu lange. So, letzter. Letzte 30 Sekunden. Und ich fahre gerade nicht mehr gut. Ich fahre einfach nur noch. Auch ein klassischer Fisch so. Ja, ich fahre. Punkt. 10 Sekunden. Let's fucking go. Nice. 12. Oder gibt's noch mehr? Auf jeden Fall 12 ist auch zu viel. Dann sind es immer noch 6 Minuten. Also wie gesagt, 4 hätten gereicht. Gut, dann hoffe ich, es hat euch trotzdem diesen 9 Minuten überziehen gefallen. Man sieht sich aber beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal machen wir dann die letzten Japan vs. USA Rennen. Also das letzte im Prinzip. Das letzte Event. Was dann ja auch wieder so eine Gruppe ist, ne? Also wir machen das da. Punkt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.